Hallo? Ist doch das Glas Wasser. Glas Wasser. Ach so, jetzt geht's ja super. Ach, da sind Tabletten. So, fertig. Ach, jetzt muss ich das da hinpacken. Okay. Das Glas Wasser können wir da hinpacken. Und die ganzen Tabletten. Wusch. Besser? Ja, danke. Wenn Sie uns nun bitte zu Miss Zalandos Zelle... Solandos, ich sag mal Zalando. Wenn Sie uns nun zu Miss Solandos Zelle bringen würden. Natürlich. Sehr schön. Rachel glaubt, sie lebt immer noch zu Hause in den Berkshires und dass ihre Kinder immer noch am Leben sind. Sie scherzen. Ah, jetzt gelangen wir zur wirklich schrecklichen Problematik von Schizophrenie. Wenn man als einziger im Besitz der Wahrheit ist, muss jeder andere lügen. Schizophrene übertragen Zahlen und Symbole in Codes, um damit ihren Wahn zu unterstützen. Ah ja. Wir suchen die Zahl 15. Hier ist irgendwas, eine 61, okay? Wir suchen, hier ist eine 3, hier ist eine 58. Jetzt fehlt mir noch eine 15. Ist das eine 15? Nein, das ist irgendwas Komisches. Wo könnte denn die 15 sein? Sieht einer von euch eine 15? 15, 15, 15. Wo könnte man eine 15 verstecken? Leute, ich sehe keine. Seht ihr eine? Irgendwo eine 15. Ich sehe First Aid, aber keine 15. Ich mach mal Hilfe. Ach, da unten. Mein Gott, da gucke ich doch nicht hin. Zum Hospitalflur. Ach, jetzt muss ich hier vier Briefklammern... Starkstromschild, Kamm, aufgerollter Draht, Zigarettenschachtel, Aktenordner, Schlüssel und eine Haarbürste. Na klar, sonst nichts Besseres zu tun. Was ist das hier? Nix. Da ist eine 1, die habe ich schon gesehen. Da ist die Haarbürste. So. Schlüssel. Zigarettenschachtel. Wie zum Teufel sieht in dieser Zeit eine Zigarettenschachtel aus? Ich habe eine Büroklammer. Ne, eine Briefklammer. Oh, tut mir leid, ich nehme eine Büroklammer. Was ist das? Ein Kamm, okay. Und das? Das ist der Aktenordner. Aufgerollter Draht. Wieso suche ich das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Das da? Das da? Schade, anscheinend nicht. Aber hier ist so eine Briefklammer. So. Was ist... Weiß ich nicht. Was ist das da? Weiß ich auch nicht. Hier ist doch eine Briefklammer. Eine fehlt noch, ne? Genau. Das ist der aufgerollte Draht. Okay. Ein Starkstromschild. Ach, das meinen die. Ah, ja. Hier ist noch eine Zahl übrigens. Da ist auch noch irgendwas. Was ist das? Weiß ich nicht. Eine Briefklammer. Wir suchen eine weitere. Da oben. Und eine Zigarettenschachtel. Was ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Hier ist irgendeine Akte noch. Ich suche jetzt aber eine Zigarettenschachtel. Wie sieht sowas denn aus? Ich will ein Bild haben. Gib mir ein Bild. Wie sieht eine Zigarettenschachtel aus? Ich bin nicht Raucher. Tut mir herzlich leid. Ich habe auch noch nie in meinem Leben geraucht und ich habe es noch nicht vor. Ja. Ach, das? Ach so. Okay. So, die Zahl 1. Die Zahl 10 und 6 mal die 2. 6 mal die 2? So, eine 6 haben wir hier. Eine 1. Und noch ein paar Zahlen hatte ich. Eine 10. Irgendwo war noch was. Genau, da war noch eine Zahl. Und das war's. Yay! Zu Rachel Zalandos Zimmer. Wir suchen eine Musicbox, einen Anzug, eine Brille, eine Flasche, 5 Münzen und einen Becher. Das meinen die mit Flasche. Ich hätte jetzt auch das als Flasche geschätzt. So, was suchen wir denn noch? Eine Brille, die haben wir hier. Was das ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich die Musikbox. Ja. Kopfschmerzen! Verdammte Scheiße! So. Ein Becher. Okay, und jetzt ein Anzug. Okay, und 5 Münzen. Yay. Eine Münze. Zweite Münze. Dritte Münze. Hey, wir sind voll gut. Vierte Münze. Und das war's. Ne, eine Münze fehlt noch. Wo kann die denn sein? Münze! Münze! Leute, wo kann sich hier noch eine Münze verstecken? Ich finde hier keine Münze mehr. Münze, komm rein hier. Los. Mano. Wo ist denn so, ey, wo ist denn so eine kleine verdammte Münze hier? Ich finde die gar nicht. Das ist ganz schön. Komm. Ach, dahinter. Ah. So, Zahlen. Diese Zahl, diese Zahl, diese Zahl.
Diese Zahl habe ich noch gesehen und das war's. Yay. Dahin. Oh, was ist das? Ordne die Zahlen so, dass das angegebene Resultat erscheint. Och nee, kein Mathe, ne? Och nö. Ich bin kein Freund von Mathe, absolut nicht. Eine 9, habe ich eine 5. Nein. 6 und 10. 10 minus 6 gleich 4. Ich kann Mathe. 3 plus 1 gleich 4, richtig. Oh Gott. 41. 41. Welch Freude. 58. Ich kann es überall hinpacken. Na klasse. So. 51 minus... Nee, 51, was sage ich denn hier? Ja, und jetzt? Das waren jetzt so die leichten Aufgaben. 9 minus... Warte. 9 minus 6 gleich 3. Ändern kann man trotzdem, okay. 61 minus... Nee. Ach, wir können das auch überspringen, cool. 128... Minus welche Zahl sind 76? Keine Ahnung, ich pack's erstmal hier hin. 32 plus 22. 50, nee, passt nicht. Nee. 30, 40 sind 47, aber 47. Oder ist das eine 7? Ach, das ist eine 7. Ach so, okay, ich dachte, das wäre eine 1. Ja, und jetzt? Oh, das ist richtig. Dann geht ja nur noch das und das. Hey, wir sind Meister! Notiz von Rachel Solando. Das Gesetz der 4. Ich bin 47. Sie waren 80. Plus ihr seid 3. Wir sind 4. Aber wer ist 67? Hä? Wer ist 67? Ist das nur zufälliges Gekritzel? Rachel ist schlau. Brillant. Um die Struktur ihres Wahns zu erhalten, muss sie sie ständig neu definieren. Diese Notiz könnte wichtig sein. Beschäftigen wir uns später damit. Aha. Sie spaziert hier einfach so raus, wie durch Wände? Etwas stinkt hier. Fragen wir diesen Krankenpfleger, ob er etwas weiß. Ich weiß vielleicht was, aber ich kann nicht reden, bis diese Arbeit hier erledigt ist. Okay, eine Schaufel. Eine Schaufel. Da oben. Schaufel auf dem Dach. Äste muss ich auch sammeln, ne? Genau. Hier ein Ast, hier ein Ast, hier ein Ast. Dann suche ich das da. Da habe ich noch einen Ast. Jetzt fehlt mir noch Treibholz. 4 Stück. 1, 2. Wie kommt Treibholz aufs Dach? Auch wenn man auf einer Insel lebt, ist das möglich, dass Treibholz aufs Dach fliegt? Durch unerklärte Gründe. Ich meine, so ein Treibholz wiegt doch ein bisschen, oder? Das fliegt doch nicht einfach so aufs Dach. Naja. Mir fehlt noch ein Treibholz. Schade, ich dachte, da wäre ein Ast. Das sieht nicht so aus. Mach hier keine Blitzgeräusche. Treibholz. Wo zum Teufel finde ich noch Treibholz? Findet ihr noch Treibholz? Ich sehe nix. Ach, da hinten. Okay. So. Ach, jetzt muss ich die Dinge da in den Kasten packen. Okay. Ich würde sie jetzt irgendwie lieber ins Haus packen. Beim nächsten Sturm sind sie wieder auf dem Dach. Und dann bin ich vielleicht nicht mehr da, um sie zu holen. Freunde, nein, nein, nein. Dr. Sheehan war ihr Arzt. Der letzte, der sie gesehen hat. Reden Sie mit Sheehan. Ich schätze, das machen wir. Suchen wir diesen... Sheehan. Zur Villa drinnen. Wir suchen wieder ein paar Stücke. Kessel, Spiegel, Stethoskop, Ersthilfekasten, Bettpfanne, Brieföffner und ein Notizzettel. Hey, wer nimmt die Zettel? Kopfschmerzen! Erste-Hilfe-Kasten wird wahrscheinlich das sein. Stethoskop. Wo haben wir denn das nette kleine Arztspielzeug? Was bei manchem vielleicht sogar im Schlafzimmer steht. Nein. Ach, da unten. So. Einen Spiegel. Wo versteckt sich ein hinterhältiger Spiegel wohl? Wir wollen es herausfinden. Nee, wo ist ein blöder Spiegel? Ich finde keinen Spiegel. Gib mir einen Spiegel. Ich will Spiegel. Ich muss gucken, wie ich aussehe. Eine Bettpfanne. Wie sieht eine Bettpfanne aus? Also ich habe eine Ahnung, aber puh. Am besten natürlich auf die Dinge achten, die natürlich schon sehr schön versteckt sind. Sind ja meistens die, die irgendwie wichtig sein können. Ich würde sowas hier als Bettpfanne tippen, aber irgendwie
scheint das auch nicht zu sein. Ich such mal. Ja, super. Hier haben wir einen Brieföffner. Klasse. Kessel. Suchen wir einen Kessel. Wo sollte hier ein Kessel stehen? Das ist er nicht. Das ist der Kessel. Ah, ja. Spiegel und Bettpfanne fehlen uns. Spiegel und Bett... Das war die Bettpfanne? Ach so. Spiegel fehlt uns noch. Der Spiegel. Wo finde ich hier einen Spiegel? Findet ihr einen Spiegel? Ich suche und finde nichts. Obwohl die Musik so komisch klingt. Ich finde trotzdem nichts. Das ist voll scheiße. Nee, jetzt ernsthaft, wo finde ich hier einen Spiegel? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo bist du? Sag es mir ins Gesicht. Ich würde jetzt ja eigentlich auf die Taschenlampe warten, aber ich will... Ach, da! Paul Vengeance Akte. Haha, gefunden. Paul Vengeance, Behandlungsgrund, mehrfacher Mord, Paranoia. Sheehan's Notizen. Mr. Vengeance war ein einsamer Mann, der wegen seiner allgemeinen Angst vor Leuten selten Zeit mit anderen verbracht hat. Er hatte einen Bruder, den er geliebt und dem er völlig vertraut hat. Mr. Vengeance ist mit seinem Bruder, der Frau seines Bruders und deren zwei Töchter zusammengezogen. Als Mr. Vengeance Bruder in den Koreakrieg zog, begann er sich zu seinen niederen Tendenzen zurückzuentwickeln. Eines Nachts ermordete er offensichtlich alle Frauen in dem Haus und schaffte sie in den Keller. Warum? Wegen Paranoia? Oder? Doch, wegen Paranoia. Behandlungsgrund Paranoia. Er hat einen Bruder geliebt, ist dann mit dem zusammengezogen, mit seiner Familie, dann ist der Bruder in den Koreakrieg gezogen. Man muss wissen, dieser Film, ne, der spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Oder danach, glaube ich, danach. Kurz danach. So, und dann ist er jedenfalls zusammengezogen und dann ist sein Bruder in den Koreakrieg, den er über alles liebte. Und dann wurde er paranoid nach dem Motto, ich, meine Schwägerin, sie muss mich vergiften. Ich weiß es, ich esse nichts, ich weiß es, sie ist böse. Ne, jetzt überspitzt dargestellt, so ungefähr. Und dann hat er sich vorgestellt in einer Nacht, Mensch, bringen wir alle um. Und dann hat er sie alle in den Keller geschafft. Ja, sowas nenne ich gesunder Menschenverstand. Wenn der Bruder weg ist, müssen alle anderen sterben. Oh Gott. Zu Dr. Corleys Büro. Wir suchen jetzt Ken Gakes Akte, Peter Breenes Akte, Vincent Grices Akte und Rachel Solandos Akte. Akte. Oh. Ken Gage, Behandlungsgrund Körperverletzung. Mr. Gage ist paranoid schizophren. Bevor er hier in Ashcliff eingewiesen wurde, schlug er einen Fremden in einem Gemüseladen mit einer Dose Erbsen. Das Opfer erlitt keine ernsten Verletzungen, aber der Bundesstaat empfahl eine Einweisung unter meiner Obduktionsurteilung. Geil. Ich schlag dich mit der Dose. Super. Offensichtlich glaubte Mr. Gage, dass dieser Fremde seine Post gelesen hätte, obwohl hierfür keine fundierten Beweise vorlagen. Wie blöd muss man sein? Der Typ hat meine Post gelesen. Ich brauche eine Dose Erbsen. Pam, pam, pam. Stopp, stopp, stopp. Also, ja. Ich weiß, ich mache mich gerade ziemlich über diese eigentlichen traurigen Schicksale ja lustig, aber ganz ehrlich, es ist eh nur Hollywood. So. Vincent Grease, Behandlungsgrund mehrfacher Mord, Schizophrenie. Hatten wir doch schon mal, oder? So. Mr. Grease ist paranoid schizophren, wie es im Buche steht. Bevor er in meine Einrichtung eingewiesen wurde, ermordete er alle seine Verwandten, als sie bei ihm zu Besuch waren. Ja, so kurz geschrieben, okay. Nach der Tat skalpierte er jede von ihnen und fertigte sich daraus eine Reihe verschiedener Hüte. Er hat sich aus den Leichnamen Teile rausgeschnitten und daraus Hüte gemacht. Gott. Er bildete sich ein, dass diese Hüte ihn vor dem Ansturm der Stimmen, die er hörte, abschirmen könnten. Danach befragt, gab er an, dass diese Stimmen nicht verstummt sind. Da sie die falschen Hüte waren. Gott. Also ich weiß, dass dieses Spiel ein bisschen gruselig ist, aber das ist doch jetzt schon übertrieben. So, hier ist der Akte. Von Peter Breen. Behandlungsgrund Körperverletzung. Ja, sein Blick ist auch sehr schön. Mr. Breen hat Ängste, die eine Menge verschiedene Dinge betreffen. Bei seiner Ankunft wies seine Akte eine Körperverletzung mit einem zerbrochenen Glas an der Pflegerin seines Vaters auf. So, das Opfer wurde schwer verwundet und wird Narben zurückbehalten. Mr. Green streitet eine Beteiligung in diesem Vorfall ab. Ja, wie sie das alle tun. Was haben wir hier? Rachel Solandum. Möchte plötzlich Fantasie zerstören, langsam mit ihr Stück für Stück. Ach, hier sind neue Notizen, okay. Ach, jetzt von Sheehan, ah. Mrs. Solandum glaubt, dass sie immer noch zu Hause wäre,
und auf die Rückkehr von Jim und ihren Kindern warten würde. Daher führe ich die Behandlung nur langsam durch. Ich möchte ihre Fantasie nicht plötzlich zerstören und arbeite daher langsam mit ihr Stück für Stück. Nach meiner Einschätzung verbringt